In diesem Video zeige ich dir eine typische Aufgabe zu Spiegelmatrizen im zweidimensionalen Raum. Gegeben sind ein Punkt und sein Spiegelpunkt und gesucht ist die zugehörige Spiegelmatrix und die Ursprungsgerade, die diese Spiegelung angibt. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Los geht's! Gegeben sind bei dieser Aufgabe ein Punkt und sein an einer Ursprungsgerade gespiegelter Spiegelpunkt. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Spiegelmatrix zu rekonstruieren, die für genau diese Spiegelung verantwortlich ist. Meine Empfehlung ist dabei, immer mit der Householder-Transformation zu arbeiten. Denn die Householder-Transformation erzeugt eine Householder-Matrix und die ist per Definition eine Spiegelmatrix. Außerdem kannst du genau diesen Trick auch im beliebig vielen dimensionalen Raum benutzen. Also nicht nur im zweidimensionalen, sondern auch im 3, 4 oder gerne auch im 27-dimensionalen Raum. Das Einzige, was du brauchst, ist der normalen Vektor, also der, der senkrecht auf der Spiegelgeraden draufsteht. Aber dieser normalen Vektor, der ist praktischerweise einfach nur der Richtungsvektor von dem einen Punkt zum anderen. Also du musst einfach nur beide Punkte voneinander abziehen. Ja, die Reihenfolge spielt dabei nicht mal eine Rolle. Und schon haben wir den Vektor, mit dem wir ganz einfach diese Spiegelmatrix ausrechnen können. So, das heißt, wir haben hier den Vektor minus 1, 1. Wenn du die Reihenfolge umdrehst, hast du eben den Vektor 1, minus 1. Aber das spielt hier keine Rolle. Das Einzige, was du jetzt noch brauchst, ist die Länge deines normalen Vektors zum Quadrat und das dyadische Produkt von dem normalen Vektor mit sich selbst. Beides kriegst du aber in Sekunden raus. Fangen wir mit der Länge zum Quadrat an. Das ist so wie der Satz des Pythagoras, nur eben ohne die Wurzel, ne, wegen dem Quadrat, das hebt sich auf. Also einfach nur jede dieser Komponenten zum Quadrat und aufaddieren. Heißt, minus 1 Quadrat ist 1 und 1 Quadrat ist ebenfalls 1, also kommt da gerade 2 bei raus. Für dieses dyadische Produkt, also Spalte mal Zeile, da kriegst du eine Matrix als Ergebnis bei raus. Am besten machst du das wieder mit dem Falkschen Schema, also wie ich es dir noch in dem Video dazu gezeigt habe. Dieser erstgenannte Vektor, der kommt auf die linke Seite. Und das ist gerade dieser normalen Vektor, minus 1, 1. Und dann haben wir noch denselben Vektor transponiert. Also einfach als Zeile flach auf den Boden gelegt. Und jetzt musst du noch multiplizieren. Das mit dem ergibt dieses Element. Das mit dem ergibt dieses Element. Das mit dem ergibt dieses Element. Und das mit dem ergibt dieses Element. Das ist das dyadische Produkt. Und jetzt setzen wir das Ganze oben ein und sind fast schon fertig mit der Aufgabe. Also, die Spiegelmatrix ist gerade die Einheitsmatrix. 1, 0, 0, 1. Minus 2 geteilt durch die Länge zum Quadrat, also 2, mal dem dyadischen Produkt von dem normalen Vektor mit sich selbst. Also 1, minus 1, minus 1, 1. Und schau mal, die beiden kürzen sich praktischerweise weg. Ja, wenn da noch was überbleiben würde, würdest du es reinziehen. Und dann einfach nur noch diese beiden Matrizen voneinander abziehen. Das heißt, unsere Spiegelmatrix ist gleich 1, minus 1, gleich 0. 0 minus minus 1 ist plus 1, 0 minus minus 1 ist ebenfalls plus 1 und 1 minus 1, das ist gerade 0. Perfekt, wir haben es geschafft. Das ist die Spiegelmatrix, die genau diese Spiegelung beschreibt. Mach dir aber gerne mal den Spaß und überprüfe, ob diese Matrix auch wirklich die gesuchte Lösung ist. Multiplizier einfach einen der beiden Punkte an die Matrix dran und du wirst sehen, da kommt jeweils der andere Punkt als Ergebnis bei raus. Speziell bei dieser Aufgabe hier hätten wir uns aber diese gesamte Rechnung auch sparen können. Es liegt einfach an den beiden gegebenen Punkten. Der eine hat doch im Vergleich zum anderen einfach nur vertauschte Koordinaten. Okay, vertauscht, permutiert. Das bedeutet, unsere Spiegelmatrix muss eine Permutationsmatrix sein. Also eine Einheitsmatrix mit vertauschten Zeilen und Spalten. Und im Zweidimensionalen gibt es da nicht so viele Möglichkeiten. Also speziell bei dieser Aufgabe hätte man auch diese Spiegelmatrix erraten können. Im Allgemeinen aber merkt ihr bitte diese Householder-Transformation, weil die funktioniert absolut immer. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die Gleichung der Spiegelgerade. Normalerweise würde ich sagen, nimm dir deine Spiegelmatrix und arbeite genauso wie in dem Video, in dem ich dir erklärt habe, wie man aus einer Spiegelmatrix die Spiegelgerade bestimmt. Speziell bei solchen Aufgaben, wo aber ein Punkt und sein Spiegelpunkt bekannt sind. Oder genauer gesagt, eine Aufgabe, wo der normalen Vektor bereits bekannt ist. Also der Vektor, der senkrecht auf der Spiegelgerade draufsteht. Da würde ich dir eine andere Vorgehensweise empfehlen. Und zwar, was bedeutet es denn, wenn zwei Vektoren senkrecht aufeinander stehen? Wie kann man das denn mathematisch ausdrücken? Mit dem Skalarprodukt. Also der normalen Vektor steht senkrecht auf der Spiegelgeraden. Und wenn sie senkrecht stehen, dann heißt es, dass das Skalarprodukt immer gleich 0 ergeben muss. So, der normalen Vektor, das war gerade minus 1, 1.
Und diese Spiegelgerade, naja, die kennen wir nicht, deswegen nenne ich sie einfach mal allgemein xy. Und was passiert denn, wenn wir das ausmultiplizieren, dieses Skalarprodukt? Dann haben wir minus x plus y. Und was haben wir gesagt? Das soll gleich 0 sein, wenn die wirklich senkrecht aufeinander stehen. Und ja, das tun sie. Und schau mal, jetzt einfach nur noch das x auf die andere Seite addiert und schon sind wir fertig. Das hier ist die Gleichung der Ursprungsgerade, die unsere Spiegelung angibt. Also der eine Punkt wird an dieser Ursprungsgeraden gespiegelt und dann kommt der andere bei raus. Oder anders gesagt, wenn man den einen Punkt an die Spiegelmatrix multipliziert, dann ist es einfach nur eine Spiegelung an der Gerade. Egal wie wir es formulieren, das ist die Lösung der Aufgabe. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, ich konnte gerade mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt. Sollte mal eins deiner Themen nicht dabei sein, dann schreib mir einfach eine Mail und du erfährst als erstes, wenn neue Kurse rauskommen. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du möchtest, dass in Zukunft weiterer Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.